Willkommen zum Tagessegen. Im Lukasevangelium heißt es im 17. Kapitel: Wenn ihr alles getan habt, was euch befohlen wurde, sollt ihr sagen, wir sind unnütze Knechte. Wir haben nur unsere Schuldigkeit getan. Das ist so ein richtiger Satz für mich, weil ich manchmal auch so denke, wow, die Leute, die mir schreiben, die den Tagessegen sehen, die loben mich und die sagen, wow, das machen Sie toll, Bruder Paulus. Und dann denke ich, ja, das ist ja schön, dass die mir das alles schreiben. Und dann muss ich immer wieder an dieses Evangelium denken. Nein, ich mache das ja nicht, weil ich das so toll kann, sondern Gott hat jedem Fähigkeiten gegeben, mir zu reden, dem Kameramann, der das aufnimmt, dann die Redakteurin, die das schneidet und sich nachdenkt, wie kann das nachher nach Facebook kommen. Es gehört alles zusammen. Darum ist jeder auf seine Weise Knecht seiner Fähigkeiten hoffentlich. Das, was Gott mir gegeben hat, das tue ich und ich tue es ganz und bringe es ein in das Zusammenspiel des Lebens, in das Zusammenspiel der Christenheit, in das Zusammenspiel der Kirche. Wenn jeder diese Haltung hat, dann gibt es auch nicht diesen Neid und dieses Ich bin aber größer und schöner und ich mache es auch noch ein bisschen besser. Nein, jeder macht es so, wie Gott es ihm gegeben hat. Wir sind eben nur Knechte. Wir tun nur das, was wir Gott schuldig sind. Es gebe ihnen seinen Segen, dieser dreifaltige Gott, der nicht aufhört, Gaben zu geben, der nicht aufhört, uns stark zu machen, der nicht aufhört, uns zusammenzuführen mit unseren Fähigkeiten. Er, der Dreifaltige, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.